Heute Morgen hatten wir, wie gesagt, nur Thorsten Albig von Seiten der SPD. Wir wollen aber auch die andere Seite hören, nämlich die CDU-Seite. Wir haben einen Ministerpräsidenten jetzt von einem CDU-regierten Land, nämlich aus Sachsen, Stanislaw Tillich. Ich freue mich, dass Sie doch noch zu uns gekommen sind. Alle haben ja heute Terminprobleme. Alle sind im Wahlkampf irgendwie, sind doch noch hergekommen. Herr Tillich, wie schätzen Sie diese Strategie von Rot-Grün hier im Bundesrat ein, dass Sie diese Gesetze heute einfach so durchlaufen lassen wollen und quasi sterben lassen wollen? Na gut, Sie wollen mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses erreichen, dass die Diskontinuität dann greift, das heißt, die Gesetze im Prinzip dann haltlos sind. Sie sind dann weg von der Tagesordnung und die Bundesregierung, der Bundestag muss neu darüber beraten. Ich halte es gerade angesichts der von Ihnen erwähnten Gesetze ja nicht für zielführend. Es sind Gesetze, die einerseits den Menschen helfen. Denken wir zum Beispiel bei dem Betreuungsgeld, wo sich jemand sowas zurücklegen kann, damit die Kinder dann in der Ausbildung auf Gelder zurückgreifen können oder im hohen Alter. Oder nehmen wir mal zum Beispiel das Gesetz, was die Zwangsprostitution betrifft, wo den Frauen, die ausgebeutet werden und wo ja auch die öffentliche Aufregung dementsprechend hoch war, wo man jetzt hätte auch miteinander heute das Gesetz beschließen können und damit wäre die Sache insofern geregelt, dass also auch diese Frauen besser geschützt würden. Oder denken wir an die Vorstandsgehälter, eine große Geschichte, die auch von beiden Seiten intensiv diskutiert worden ist und wo die Gesetze nicht zu spät eingereicht worden sind. Wir haben Gesetze gehabt, da haben wir Fristen verkürzt und haben das relativ zügig gemacht. Hier sind die normalen Fristen bewahrt oder eingehalten worden. Also daher ziehen die Argumente nicht. Es ist Wahlkampf, das muss man so deutlich sagen. Und es dient nicht den Menschen, sondern es dient politischen Zielen. Thorsten Albig hat heute früh gesagt, die Gesetze waren nicht ausgereift genug. Man hätte da noch mehr erwartet in bestimmten Punkten. Genau konkretisiert hat er das nicht so richtig wirklich. Aber zieht dieses Argument denn, inwieweit sind diese Gesetze denn auch vorbereitet worden und auch diskutiert worden hier schon im Bundesrat? Ja gut, man weiß ja, dass zum Beispiel beim Betreuungsgesetz der Spitzenkandidat des Herausforderers der Bundeskanzlerin ja sagt, also ab Montag gibt es das Betreuungsgesetz nicht mehr. Von daher kann man sagen, hier geht es nicht um die Sache, sondern nur um Politik. Das geht also auch nicht um die Kinder oder um die betreuenden Eltern, sondern es geht nur um Politik. Bei den Vorstandsgehältern, da frage ich mich, was das eigentlich soll, warum man dieses in die Diskontinuität schicken will. Man wollte ja, dass eben nicht nur die Aufsichtsräte untereinander oder die Vorstände untereinander die Gehälter beschließen, sondern dass eben die Vollversammlung der Aktionäre daran beteiligt wird. Das ist jetzt im Gesetzesentwurf mit drin. Jetzt ist es wieder nicht passend. Also man kann sagen, man will der Bundesregierung nicht den Erfolg gönnen, dass die Gesetze auch noch auf den Weg gebracht worden sind. Ob das noch 22 Stunden vor der oder 24 Stunden vor der Bundestagswahl auch dazu hilft, dass der Wähler sich anders entscheidet, ich glaube es nicht. Also ich finde es schade. Und es ist ein Teil der Blockadepolitik, die eigentlich der Parteivorsitzende Gabriel verneint hat. Wo Niedersachsen damals durch die SPD gewonnen worden ist, hat Gabriel damals gesagt, wir werden den Bundesrat nicht als Blockadeinstrument benutzen. Sie machen es trotzdem. Das ist heute reine Blockadepolitik von Rot-Grün, denn um diese vier Gesetze nicht mehr zustande kommen zu lassen, um sie in den Papierkorb wandern zu lassen. Ja, es ist schon ein bisschen befremdend, wenn Sie hier erleben, auch bei der Beratung oder bei der Debatte um das Haushaltsgesetz des Bundes, wenn sich ein niedersächsischer Finanzminister hinstellt und von dem Auseinanderdriften von Arm und Reich spricht, wo man weiß aus der Presse, dass er vorher Salzgitter-Vorstand war auf der Arbeitnehmerseite, dass er auch aus der Presse also erkenntlich, dass er 600.000 Euro im Jahr verdient hat, dass der dann gerade auch von dem Auseinanderdriften von Reich und Arm spricht. Da merkt man, hier geht es nur im Prinzip also um Polemik und um politische Auseinandersetzung. Und dazu ist eigentlich der Bundesrat zu schade. Ich wünsche mir, dass nach der Bundestagswahl dann wieder die beiden Seiten zusammenfinden, egal wie die Wahl ausgeht. Ich wünsche mir natürlich Schwarz-Gelb am Sonntag, das ist klar. Und damit wird es eine andere Mehrheit im Bundesrat geben. Aber wir brauchen im Interesse der Bundesländer einen konstruktiven Bundesrat und nicht einen, der politisch motiviert agiert. Sagt Stanislaw Tillich, der Ministerpräsident aus Sachsen. Bedankt mich ganz herzlich, dass Sie doch noch hier bei uns waren. Vielen Dank.